Als der Postbote den Laden in Essen betritt, hat der Juwelier schon so ein mulmiges Gefühl. Da stimmt irgendwas nicht. Und kaum gedacht, zieht der verkleidete Mann auch schon eine Waffe aus seinem Paket und bedroht den Juwelier. Doch dieser da zögert nicht lange und holt zum Gegenschlag aus. Alles festgehalten auf der Überwachungskamera. Keine Szene aus einem Actionfilm, sondern Realität in einem Essener Juweliergeschäft. Während sein Kumpane draußen im Fluchtfahrzeug wartet, hat es dieser als Postbote verkleidete Räuber rechts auf den Schmuck des Geschäftsinhabers links abgesehen. Der allerdings verteidigt sein Eigentum. Ein Duell zwischen Täter und Opfer mit Reizgas und Elektroschocker, gefilmt von einer Überwachungskamera. Das war auf jeden Fall ein professioneller Überfall. Die Vorbereitung spricht offenbar, dass die Täter Ahnung von ihrem Metier haben, wahrscheinlich das auch nicht zum ersten Mal gemacht haben. Der Täter, der ins Geschäft kam, hatte eine Kleidung an, die einem Paketboten sehr ähnlich war. Essen, 3. November. Es ist 16.45 Uhr, als ein Paketzusteller das kleine Juweliergeschäft in der Hindenburgstraße betritt. Aus dem mitgebrachten Paket zieht der falsche Postbote einen sogenannten Elektro-Taser. Eine gefährliche Waffe, mit der der Räuber versucht, den 46-jährigen Geschäftsinhaber außer Gefecht zu setzen. Diese spezielle Waffe schießt Pfeile ab, die sich wirklich tief in die Haut bohren, zu Verletzungen führen, schon alleine durch diese Verletzung. Und wirkt dann mit Stromstößen auf sein Opfer, bis man dann tatsächlich keine Kontrolle mehr über den Körper hat. Doch der Juwelier rappelt sich wieder hoch und setzt beim Gegenangriff Reizgas ein. Der Räuber gibt auf, wird aber durch einen Verriegelungsmechanismus der Eingangstür zunächst an der Flucht gehindert. Auf der anderen Straßenseite wartet ein Mittäter in einem rot-goldfarbenen Peugeot 205 mit solchen oder ähnlich aussehenden Leichtmetallfelgen. Mit Vollgas entkommen beide spurlos. Der Räuber ist nicht übermäßig groß. Er trug eine Brille. Wie gesagt, er hatte sich mit einem Basecap und mit einer Jacke verkleidet. Die Polizei prüft in diesem Fall Parallelen zu anderen Überfällen, die in den vergangenen Wochen im Ruhrgebiet begangen worden sind. Unser Raubkommissariat ermittelt sehr akribisch in diesem Fall, weil der Täter halt sehr brutal auch vorgegangen ist. Wir haben Hinweise darauf, die im Augenblick noch vage sind, die auf andere Städte hindeuten. Das könnte tatsächlich bis in Richtung in den Bereich Dortmund gehen, aber auch in den Bereich Bottrop oder Oberhausen zeigen. Wir prüfen im Augenblick mehrere Hinweise und hoffen, dass wir vielleicht auf diesem Weg sogar zum Ziel kommen. Beute hat der Räuber übrigens keine gemacht. Die Stromschläge haben bei dem wehrhaften Juwelier, der unerkannt bleiben möchte, keine Schäden hinterlassen. Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach dem falschen Postboten aus Essen.